Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es wieder um meine latest Pickups. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Eine Woche ist um und ich habe ein bisschen eingekauft. Es sind ein paar wirklich nice Sachen am Start und ich würde euch die mal gerne vorstellen. Manche Sachen habe ich einfach nur bestellt, um euch die zu zeigen, auch fit zu zeigen. Ich werde nicht alles, was ich euch zeige, gleich behalten, aber ein paar Sachen sind auf jeden Fall dabei, wo ich mich extrem darüber gefreut habe und ich sagen kann, boah, nice, dass ich das gecatcht habe. Dementsprechend fangen wir an mit dem ersten Piece. Fangen wir an mit den ersten zwei Jacken und die ersten zwei Jacken sind Oversized-Jacken und zwar gibt es die in Braun und in Beige. Die habe ich von H&M. Ich verlinke euch das Ganze gerne. Unten findet ihr alles, was es noch zu kaufen gibt, in der Infobox als Link. Preis habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber die war auf jeden Fall nicht teuer. Ich finde die Farben von beiden Varianten sehr nice, fühlt sich sehr gut an. Ist so eine Art Fleece, aber ist gar nicht kratzig. Ich finde das immer eine Katastrophe, wenn das Ganze so extrem kratzt. Und Fit zeige ich euch jetzt auch mal eben. So Leute, hier haben wir Fit Nummer 1 und wie ihr seht, das ist eine sehr, sehr oversized geschnittene, ja, Hemdjacke. Dementsprechend, ich könnte sogar wahrscheinlich eine Größe kleiner vertragen. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der sowas feiert, der das Ganze wirklich so extrem oversized trägt. Ich weiß, dieser ganze oversized Look ist sehr im Trend und dementsprechend finde ich das eigentlich für diesen Look wirklich gut. Für mich persönlich wird wahrscheinlich eine Nummer kleiner nehmen. Die braune fittet genauso. Ich trage in der Jacke Größe M. Ich bin 1,80 Meter groß, wiegt ca. 80 Kilo. Nur damit ihr ein Verhältnis habt, Verhältnis seht und dementsprechend könnt ihr das für euch abwägen. Also wie gesagt, die Jacke generell könnte bei mir eigentlich noch eine Nummer kleiner sein. Ist aber trotzdem ganz nice. Man hat hier so Druckknöpfe etc. gar nicht schlecht verarbeitet. Und ich denke für den Preis auf jeden Fall eine coole Variante. Sowohl in Braun als auch in Beige. Fand ich sie sehr, sehr nice. Und das Ganze gibt es in der Damenabteilung. So Leute, machen wir weiter mit dem Hemd. Und das Hemd habe ich von H&M. Und ich habe das in zwei Größen am Start. Ich habe das hier einmal in der Größe S und einmal in der Größe XL. Ich habe leider L nicht bekommen. Die Größe S passt mir trotzdem. Ich habe letztens damit ein Foto vom Spiegel hochgeladen. Ich zeige euch das Foto mal eben hier und die passt mir trotzdem. Also wie gesagt, Größe, Gewicht habe ich gerade schon genannt. Und diese S, Größe S werde ich verlosen. Die könnt ihr am Ende des Videos gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, findet ihr am Ende des Videos. Wie gesagt, könnt ihr jetzt schon mal gerne abonnieren und dann könnt ihr das auf jeden Fall am Ende des Videos gewinnen. Der Gewinner wird wie immer eine Woche später ausgelost und dann in dem nächsten Video eine Woche später bekannt gegeben. So, und Größe XL, wie gesagt, ist für mich. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ganze fittet. So, und so fittet die Größe XL bei diesem Hemd. Ich finde, das geht auf jeden Fall noch klar. Wie gesagt, ich hätte gerne die Größe M gehabt. Gibt es jetzt leider, L gehabt, gibt es leider nicht mehr. Dementsprechend muss ich hiermit zurechtkommen. Das Hemd wurde auch komplett aus dem Sortiment rausgenommen. Kostete 19,90 Euro oder 19,99 oder sowas. Und dementsprechend war es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Variante, die es bei H&M gab. Guckt da immer wieder rein, H&M macht im Moment wirklich eine gute Arbeit. Die haben ihre ganzen Kollektionen meiner Meinung nach wirklich gut aufgefrischt. Sachen sind wirklich nice und dementsprechend gab es immer eine Zeit lang, wo ich gesagt habe, nee, H&M kannst du total vergessen. Die sind auf jeden Fall dem Trend auf jeden Fall auf der Spur und dementsprechend finde ich das eine sehr, sehr gute Wahl, da reinzuschauen. Und ja, mit dem Hemd bin ich auf jeden Fall mega zufrieden. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece und das nächste Piece ist eine Teddyjacke. Die sind jedes Jahr immer wieder im Trend und jedes Jahr immer wieder gesucht, heiß begehrt. Und dementsprechend habe ich hier eine neue Teddyjacke gefunden und zwar, wie ihr schon seht, hier ist noch ein Faden von Zara. Die gibt es in zwei Größenkategorien, geht es in S, M und LXL. Ich habe jetzt hier die LXL-Variante und die passt bei mir wirklich perfekt. Ist eine sehr, sehr coole Jacke. Die ist von innen so aufgebaut, dass es so ein bisschen wie Fake-Leder, also dieses Fake-Leder-Imitat, wirkt das so ein bisschen wirklich. Ich sag mal, dieser Teddy-Stoff, extrem weich und gar nicht kratzig. Das ist wirklich, wirklich hochwertig und dementsprechend eine dicke, dicke Empfehlung. Dieser Farbton etc. und die Passformen sind sehr, sehr gut und kann ich wirklich wärmsten empfehlen. Jeden, der so eine Jacke sucht, als gute Übergangsjacke beziehungsweise für die wärmeren, kälteren Tage, also für die wärmeren, kälteren Tage, aber für die wärmeren Wintertage ist das auf jeden Fall eine coole Jacke und dementsprechend zeige ich euch auch noch mal ganz kurz, wie die fittet. So, und hier ist nochmal der Fit. Wie ihr seht, ich habe jetzt wirklich einen extrem dicken Hoodie drunter und das passt wirklich perfekt. Das Ganze auch mit einem lockeren T-Shirt wird auch sehr, sehr nice aussehen und wirklich eine gute Empfehlung, Ärmel etc. Also ich sag mal, alle, die
Ich würde jetzt verschätzen, so circa bis 1,95 Meter können damit auf jeden Fall gut zurechtkommen. Wenn ihr jetzt die Megamaschine seid, dann wird auch so eine Jacke euch wahrscheinlich zu klein sein oder dann auf jeden Fall nicht mehr oversizig. Ich habe sogar die SM-Variante angehabt. Ich stand im Zara und ich war echt überlegen, ob ich die mitnehmen soll. Habe ich aber dann gelassen, weil ich die hier dann online bestellt habe. Die gab es dann in den Düsseldorfer Zara dann vor Ort nicht mehr, war ausverkauft. Und dementsprechend finde ich sie wirklich, wirklich nice. Also wirklich eine dicke Empfehlung. Jeder, der sowas sucht, checkt es auf jeden Fall ab. Gibt es keinen Makel dran, wirklich nicht. So Leute, dann habe ich endlich die perfekte Alternative zur Bershka-Jacke gefunden. Und zwar habe ich diese Bershka-Jacke schon öfters in meinen Insta-Stories vorgestellt, da auch teilweise Alternativen von Asos gezeigt etc. Aber ich habe jetzt hier wirklich die ultimative, ich sag mal Kopie, in Anführungsstrichen, gefunden. Auch wieder dank meiner Frau, und zwar ist sie von Stradivarius. Stradivarius, ich weiß gar nicht, ob die auch Männersachen machen. Auf jeden Fall, diese Jacke findet ihr da in der Damenabteilung. Und ich kann euch sagen, die ist wirklich sehr, sehr, sehr nice. Ich ziehe die jetzt gleich auch mal eben an. Ich habe hier in der Jacke die Größe L. Also wie gesagt, kein XL oder sonstiges. Ich habe die Größe L und sie sitzt wirklich perfekt. Ich ziehe die jetzt mal an und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und so sieht die Jacke, beziehungsweise so sieht die Jacke aus, angezogen in der Größe L. Wirklich eine sehr, sehr gute Alternative zu der Bershka-Jacke, die es letztes Jahr zu kaufen gibt. Ich glaube, beziehungsweise ich blende den Preis hier mal eben ein. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, was sie gekostet hat, aber sie war im Endeffekt auch nicht mega teuer. Ich kann euch sagen, natürlich werde ich diese Jacke nicht behalten, weil ich habe die Bershka-Jacke. Und das ist einfach nur eine Alternative, aber ich habe wirklich meiner Meinung nach jetzt eine sehr gute Alternative für euch geliefert, weil dementsprechend werde ich immer wieder gefragt, hey, wo gibt es die Jacke, kann man die noch kaufen, etc. Hier bekommt ihr dieses Flannel in der Größe L, wirklich sehr, sehr nice. Und jeder, der sowas sucht, in diesen Creme, Beige-Tönen, wird damit auf jeden Fall zufrieden sein. So Leute, kommen wir zum nächsten Pickup. Das nächste Pickup, was ich mir gekauft habe, ist der neue Essential Hoodie. Ähnlich wie die letzten Hoodies, die ich von Essential alle hatte, relativ unbranded. Ich habe zwar den schwarzen mit diesem dicken, ich sag mal, Gummi-Patches, Gummi-Print hier vorne drauf. Wobei das Schwarz in Schwarz nicht auffällt, aber ich bin mehr so der Fan von diesen, ich sag mal, unbranded. Also wie gesagt, hier steht hinten und vorne nichts drauf. Man hat hier auf der Kapuze hat man ein kleines Essentials-Logo und man hat hier am Ärmel das Ganze auch nochmal mit so einem Branding. Wobei ich sagen muss, früher war das hochwertiger, da war das Ganze eingenäht bzw. eingestickt. So Leute, hier nochmal angezogen, wie gesagt, fit, Kapuze, Materialien, Steifigkeit etc. ist bei dem Hoodie wirklich absolut meine Lieblingshoodies von Fear of God Essentials. Preis-Leistung ist wirklich Bombe. Wenn man jetzt den Hoodie nimmt, den ich gerade anhatte, ich glaube, der kostet fast 300 Euro von Ami Paris. Wenn ich die Qual der Wahl hätte, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, würde ich immer die Fear of God Essentials Variante wählen, weil die einfach wirklich sehr, sehr nice sind. So Leute, jetzt habe ich noch zwei Paar Schuhe, die ich mir besorgt habe bzw. gekauft habe. Und ihr seht das erste Paar schon. Das sind die Jordan 1 Low in dem Light Smoke Gray Variante. Ich habe den ja bei Nike selber gekauft. Ich war da relativ fix. Ich habe auch darauf mehr oder weniger gewartet, weil der Schuh mir von der Farbkombo sehr, sehr gut gefällt. Wie gesagt, ich bin so zuletzt ein bisschen so ein Jordan 1 Fan geworden. Mir gefallen auch diese SB Dunk Slow ziemlich gut. Wer mein letztes Video gesehen hat, sieht auch, dass das so ein paar meiner Grails sind. Aber es ist ein sehr, sehr cooler Colorway, dieser Jordan 1 in Low. Wirklich, ich würde sagen, mit fast der beste Colorway, den es aktuell gibt, finde ich persönlich. Und ja, ich bin mega happy damit. Ich trage die auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig. Kann man super kombinieren zu schwarzen, grauen Sachen etc. Blau passt auch sehr gut dazu. Und ja, wie gesagt, mega happy. Kann ich echt empfehlen. Super bequem. Wirklich dicke, dicke Empfehlung. So Leute, und dann habe ich einen der heißesten Drops letzter Woche ergattern können. Und zwar den New Balance X-Aimé Leon Doré. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, dieser Sneaker, der so ein bisschen an diesen Louis V Sneaker erinnert, beziehungsweise ich kann euch sagen, den Schuh gab es auch schon vor dem Louis V Sneaker und dementsprechend gehe ich eher davon aus, dass das Ganze andersrum inspiriert ist. Wie gesagt, ich will nichts irgendwie behaupten, aber im Endeffekt, diesen Schuh gibt es schon sehr, sehr lange und ich finde diese Collabo sehr nice. Ich habe den in dieser creme-grauen Variante, es gab den in Rot, Grün,
Blau und Grau. Und mir hat deutlich am besten diese graue Variante gefallen. Ich könnte ihn jetzt auch weiterverkaufen, aber ich kann euch sagen, ich bin kein Typ, der Sachen weiterverkauft, beziehungsweise irgendwie so irgendwelche Sneaker kauft, um dann zu sagen, hey, ich kann da 200-300 Euro dran verdienen. Natürlich würde ich das gerne mitnehmen, aber im Endeffekt mache ich sowas einfach prinzipiell nicht, weil diejenigen, die sowas, ich sag mal, rocken wollen, sollen die Möglichkeit mehr haben, als wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwas nur kaufen, um irgendwas zu resellen. Dementsprechend, auch dieser Schuh ist einfach für meinen eigenen Schuhschrank. Ich habe den schon getragen, nur so vorweg. Nicht, dass ihr denkt, ich würde den jetzt einfach weiterverkaufen, wie schon gesagt. Und sehr, sehr nice. Also wirklich ein sehr cooler Schuh. Ich muss sagen, ich musste ein bisschen eintragen. Am Anfang, wenn ich den vergleiche zum Jordan 1, war der sehr unbequem. Und ich hoffe, dass er sich in den nächsten Tagen auf jeden Fall gibt, dass Leder noch so ein bisschen weicher wird und das Ganze so ein bisschen mehr an den Schuh angepasst wird. Aber mir gefällt er von der Optik etc. wirklich sehr gut. Und ich bin mega happy, dass ich den ergattern konnte. So Leute, falls ihr das Hemd gewinnen wollt, was ich am Anfang des Videos euch mitgeteilt habe, in dieser S-Variante, beziehungsweise ich würde das eher so Richtung SM tendieren. Ihr kennt das ganze Spielchen, die Leute, die mir folgen, beziehungsweise alles, was ihr machen müsst, ist dem Kanal folgen. In die Kommentare Hashtag Gewinnspiel und dann werde ich das Ganze innerhalb einer Woche verlosen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Freunde einfach weiterempfehlt, wenn ihr sagt, hey, da könnt ihr einfach mal ein paar coole Ideen abgreifen etc. Ganz cooler Content. Würde ich mich extrem darüber freuen, wenn wir da ein bisschen was an der Community ein bisschen größer werden. Jetzt aber genug geredet. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Wie gesagt, Abo und Like und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.